etwa Arbeiter. Du kennst diese Typen, oder? Diese Träumer, die die Realität nicht akzeptieren. Ich glaube, einer von ihnen ist heute hier. Du stehst vor dem zukünftigen Rennschampion, falls du das... Ja. Frag mich einfach... Ja, halt die Fresse. Du bist ein Lappen, hör auf. Und Quest? Gibt es welche? Wir haben im Moment keine Quest. Ja, ist klar. Ah, da komme ich direkt zu Asmodeus zurück. Bist du jetzt bereit? Ja, es kann losgehen. Es kann losgehen, hey! Kein Problem, ich habe die Teile in kürzester Zeit abgebaut. Sieht das jetzt anders aus? So schnell umgebaut, oder was? Aber sieht auch heftig aus. Das ist Dark Flugmodus. Und dieses Let's Play seht ihr nur bei mir. Da gibt es gar kein Let's Play davon. Weil sehr wenige davon noch wissen. Ist gut so. Kann ich meine Abonnenten krallen. Hehehe, Spaß. Die Maschine ist bereit. Lass uns auf den Kurs gehen. Ich brauche eher mehr Kommentare als Abonnenten. Also meinetwegen kann es losgehen. Sollte ich dir erklären, wie man auf den Kurs fliegt? Ich brauche keinen Tipp. Danke, aber nicht nötig. Ich traue meinen Instinkt. Alles klar, dann flieg los. Okay. Okay, jetzt muss ich rumfliegen. Ich weiß noch, wie das geht. Hoffe ich mal. Ach so, okay. Ich konnte mal wieder Item einsetzen. Ah, so, okay. Ah, okay. Nochmal versuchen. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich muss Erster werden, dafür ich was bekomme. Okay, ich hab's wieder. Bin ich Erster? Ihr Wichser. Okay, komm. Das Rennen schaffe ich auch noch. Ich habe es aufgesammelt, oder? Welcher Platz bin ich denn? Dritter, okay. Ich will dieses Rennen echt schaffen. Bin ich gerade als Zweiter gekommen? Keine Ahnung, egal. So. Egal, leider. Okay. Aufpassen. Ein Dritter. Komm, ich kann noch.
Ach, ich bin Vierter auch noch. In dieser behinderten Rakete auch noch. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Mario Kart, wenn man das so sagen könnte. Okay, ich muss nochmal machen. Ich hätte Eisgeld verloren. Ich muss von Anfang an Erster sein. Echt wie Mario Kart, nur mit Flugmaschinen. Okay, ich glaube, ich habe so langsam raus mit den Kurven. Okay, komm, 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 das schaffe ich noch. Damit habe ich einen Schutz vor allen Gegnern. Egal, ich habe wenigstens was aufgesammelt. Das auch. Diese Drecksdinger. Komm. Letzte Runde, komm, das schaffe ich noch. Wenn nicht, mache ich das offscreen. Okay, ich habe einen Schutz. Okay. Was mache ich da, verdammte Scheiße? Schlecht ist das. Das ist die Ziellinie. Gut geblieben, komm zurück zur Aufnahmestelle. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwas bekommen hätte, wenn man Erster wäre. Egal. Und wie war der Lauf? Nicht schlecht, du und die Maschine, ihr seid beide ziemlich vielversprechend. Hier und da noch ein paar Feinerungen, aber dann ist die Maschine unschlagbar. Wirklich? Die ganzen Daten entstehen in diesem Bericht. Gib ihn dir am Mund, okay? Alles klar, danke. Bis später, Kumpel. Ahahaha. Okay. Willkommen zurück. Ich bin fix und fit. Ach ja, hier ist der Bericht. Oh, das sind ja fantastische Ergebnisse. Danke fürs Testen. Achso, hier kriegt man das noch nicht. Also was? Egal, ob ich... Oh. Nicht der Rede wert, es war nur Spaß. Wenn es dir so viel Spaß gemacht hat, schenke ich dir die Maschine. Grünen Schnabel. Im Ernst? Danke. Der Name der Maschine ist Schnellschneide.
Ein wahrhaft großartiger Name. Wenn du Lust auf ein Rennen verspielst, flieg einfach zu den Daruninseln. Dort werden rund um die Uhr Rennen abgehalten. Super, danke für alles, Diamondo. Du kannst mit dem erhaltenen Flieger den Aerobo GP fliegen. Ehrlich gesagt brauche ich noch etwas mehr Zeit, um die Asmodeus zu reparieren. Wirklich? Na gut, Hauptsache sie fliegt dann wieder. Wie geht es, ey? Irgendwas scheint ihm immer mehr Sorgen noch zu machen. Aber was, ich weiß es nicht, was ihm vorgeht. Herr, du bist es. Möchtest du darüber reden? Nein, ich möchte nur allein sein. Depri, Emo, nicht so schnell, El. Bist du sicher, dass es nichts gibt, was du uns erzählen möchtest? Nein, es ist eher mein persönliches Problem. Das stimmt nicht, nicht mehr, aber ich werde dich nicht zu Antworten ringen. Ich verstehe. Gib mir etwas Zeit, dann werde ich euch einiges erklären. Ist dieses Kapitel jetzt auch zu Ende, oder wie? Nein, auch nicht. Ich gehöre zu den letzten Verbliebenen des Paladin-Clans. Paladin! Falls Laris erwacht, ist es unsere Aufgabe, ihn wieder in den Ruhezustand zu versetzen. Ein Paladin? Ich dachte, die gäbe es nur ein Märchen. Vor langer Zeit wurden die meisten meiner Brüder von einem gewissen Etwas vernichtet. Mein Volk und meine Heimat wurden niedergebrannt und die Erdboden gleichgemacht. Wie furchtbar. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht dort, daher dachte ich, ich sei der einzige Überlebende. Ich war die ganze Zeit davon überzeugt, bis ich ihn wieder sah. Du meinst den Typen in den schwarzen Roboter? Genau, sein Name ist Beluga, wir stammen aus dem gleichen Clan. Außerdem gehört das Amulett ursprünglich ihm. Der alte Plunder? Falls Beluga beabsichtigt, den Kobas dieses Amulett zu geben, dann befürchte ich, dass er seine Pflicht, Laris zu versiegeln, nicht mehr nachkommt. Das kann er doch nicht machen. Ich bin hergekommen, um die moralische Pflicht meines Clans zu erfüllen. Außer mir gibt es niemanden mehr, der es sonst noch tun könnte. Okay. Weißt du was? Was? Du hast doch kein Zuhause mehr, oder? Ich möchte, dass du für die Zeit des Vertrags unser Schiff als dein Zuhause betrachtest. Was? Nun? Ich glaube... Sag aber ja, verdammt. Dieses Angebot würde ich sehr, sehr gerne annehmen. Danke. Oh. Hihi. Oh. Oh. Ja, sind ja süß. So schnell haben wir noch... Wir sind echt schnell mit den Kapiteln. Das sehen wir im nächsten Part, oder? Ach, sehen wir mal. Okay, schon locker eine Stunde aufgenommen. Ich habe das Schiff so gut wie möglich repariert, aber das ist nur eine temporäre Lösung. Wenigstens solltet ihr nun in der Lage sein, von Insel zu Insel zu kommen. Wirklich? Dankeschön. Aber sie sollte so schnell wie möglich richtig repariert werden. Der nächste Ort, an dem das möglich wäre, ist... Fiesla. Fiesla. Dort gibt es das beste Material, um die Reparaturen abzuschließen. Alles klar, nächster Halt, Fiesla. Fiesla. Gildenmeister, ich habe euch den Kristallstein von Spinon mitgebracht. Dein Fleiß zeichnet dich aus, Opera. Besorge mir nun den nächsten Stein. Euer Wunsch ist mir Befehl, Gildenmeister. Ich werde den Stein sofort an mich nehmen und ihn analysieren lassen. Sehr gut, wissen wir schon, wo sich der nächste Stein befindet. Die Untersuchungen laufen noch, aber ich habe eine Ahnung, wo er sein könnte. Wir haben die ersten Kristallsteine, jetzt brauchen wir nur noch die anderen beiden. Ich konnte zwar den Stein zurückholen, aber es war unmöglich, an das Amulett zu kommen. Leider hatte Opera ein sehr genaues Ohr auf die ganze Szene. Das war sehr klug von dir, Bruno. Bruno darf unter keinen Umständen von den Amulett erfahren. Du wirst sicher eine neue Gelegenheit bekommen, solange dein kleiner Freund das Amulett hat. El. Ich werde dafür sorgen, dass El niemals wieder das Opferritual vollzieht. Warum denn? Nächste Mission. Yay, neue Mission. Gut so. Da wollte ich sowieso hin, weil ich da vielleicht noch ein paar Sachen kaufen könnte. Tidin!
Quest, gucken wir uns gleich an, aber erstmal ein bisschen einkaufen gehen. Von Andenken. Und hast du was? Möchtest du ein Andenken? Ja. Okay, damit haben wir das auch. Jetzt können wir die Mission machen. Hier sind die Quests, die du jetzt annehmen kannst. Wunder der Welt. Kacke. Also warum ich Kacke sage ist, hier hat man ja 5 und hier sind 4. Wenn man hier 4 hatte und der eine von den 5 da kommt nicht zu der nächsten Reihe, das ist einfach verschwunden. Also bringt es eigentlich nichts, aber egal, ich mache jetzt mal Wunder der Welt. Ich möchte, dass du einen Job für mich machst. Ehrlich gesagt, kannst du ihn nur machen. Ich warte auf der Terrasse. Okay. Bei diesem Job steht explizit, dass es für mich sei. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Tut mir leid, aber ich weiß nur, dass der Klient direkt nach dir gefragt hat. Also gut. Ja. Also dann, viel Glück. Terrasse oben. Das einzige Ort. Ach so. Das ist dieser rote Typ da. Der mit dem Fernglas. Hey, Barry. Dun, 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 dun. Was geht, Quenneck oder irgendwie? Hehe, ich habe dich erwartet, Jägerett. Echt? Der Wind flüstert mir, dass du kommen würdest. Was ist denn mit dem los? Hey, war nur ein Scherz. Ich habe dich durch dieses Fernglas gesehen. Stalker! Nun steh doch nicht einfach rum. Du bist doch hier, um zu arbeiten, oder nicht? Ja. Der Job ist ganz leicht. Ich möchte, dass du mir von einer Insel am Rand der Daruninsel ein verstecktes Buch bringst. Das hört sich wirklich leicht an. Warum holen sie es nicht einfach selbst? Hey, ach, Red. Ich möchte eben, dass du es mir holst. Na gut, kein Problem. Hey, also gut. Kannst du losgehen? Sofort los. Meinetwegen kannst du jederzeit losgehen. Auf geht's. Okay, was ist das für ein Buch? Vielleicht finden wir das im weiteren Spielverlauf raus. Wir sind hier ziemlich weit ab vom Schluss. Die Insel, zu der ich muss, ist westlich von ihr, richtig? Genau, du musst vom Norden her. Kommen. Auf der Insel steht ein Steinmonument. Ein Steinmonument? Du wirst schon wissen, was ich meine, wenn du es siehst. Pfeil. Immer diese Ja, ich bin tot. Okay, da zeigt der Pfeil. Ich folge ihn einfach mal. Ach so, das ist. Ach. Willst du mich gerade verarschen oder. Okay, dann weiß ich, wie ich das wieder machen muss. Damit haben wir das auch geschafft. Jetzt muss ich. Ich schaffe es gar nicht mehr. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wie ich das früher gemacht habe. Ich hasse das. Es fällt mir auch wieder ein, warum ich diese Mission so gehasst habe. Ich muss erstmal da hinten hin.
Okay, so. Man muss richtig weit gehen dafür. Wir sind hier da. Nein! Verdammt, ich hätte es fast geschafft. Okay, das haben wir dann auch. Habe ich nicht von hier gestartet? Ich bin so ein Dummkopf, ich schwör auf alles. Ich bin wieder zum gleichen Punkt gegangen, wo ich angefangen habe auch noch. Viele?